Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Part 24 von Star Wars The Old Republic. Jo, beim letzten Mal haben wir meine Mission angefangen. Wir müssen Hiran finden. Genau. Und den suchen wir jetzt. Den finden wir jetzt mal. Wir suchen nicht, wir finden. Okay. In der Zwischenzeit müssen wir natürlich noch ein paar Feiglinge töten. Genau, alles. Weil irgendwie, also der Hiran ist der Sohn von dem Kommandant? Ja, stimmt, von dem Kommandant. Von dem Major, genau. Nicht, glaube ich, ne? Nee, von dem Major war das. Auf jeden Fall wurden wir von ihm erpresst. Genau, richtig. Er sagt, wir müssen, also eigentlich brauchen wir so ein Serum, damit wir durch das Gift können. Und er hat gesagt, wenn wir seinem Sohn nicht helfen, dann gibt es da nichts von. Und das wird er natürlich ein bisschen bereuen, wahrscheinlich. Ja. Oder ich lasse wieder den Jedi in mir raushängen und Dann entscheidet sich anders. Ja. Aber bis dann sieht das nicht sehr danach aus. Ich vermute, der Typ da hier ist es, ne? Ja, ich guck mal, ob wir hier noch irgendwas versteckt haben, aber ne, haben wir nicht. Dann würde ich sagen, lass den Vorhang fallen. Ich bin im... Hier. Der alte Herr hat euch geschickt, nicht wahr? Er muss mein Signal empfangen haben. Er wird wohl zu irgendwas gut sein. Er sprach immer von einem Sith, mit dem er gearbeitet hat. Er hat nicht erwähnt, dass ihr ein dreckiger Fremdling seid. Ja, lustig, ne? Er hat auch nicht erwähnt, dass ihr ein unerträgliches Großmaul seid. Hütet eure Zunge, Abschaum. Und jetzt holt mich hier raus! Ja, warte mal. Wir machen noch ein bisschen Smalltalk vorher. Er hat irgendwas von einem Holonkron gesagt. Genau. Euer Vater sagte, ihr wäret hinter einem besonderen Gegenstand her. Dachte ich mir schon, dass er was ausplaudert. Tja, der Schaden ist wohl angerichtet. Mein Meister hat mich hierher geschickt, um das Holokron zu finden, das die Republik irgendwo ausgegraben hat. Ich habe das Holokron. Jetzt muss ich nur noch hier raus. Okay, ich lasse jetzt einfach mal den Jedi in mir raus und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ihr solltet verschwinden, solange der Weg frei ist. Sieht so aus, als wärt ihr wie mein alter Herr. Schwach! Ich werde ihm erzählen, was ihr für mich getan habt. Vielleicht belohnt er euch. Hab ich gern gemacht, danke. Es war auch mir eine Freude, euch kennenzulernen. Ihr versteht es einfach nicht, oder? Ach ja. Ja. Schön, andere Sith einfach zu ärgern, indem man nett zu denen ist. Wo bist du hin? Ich stehe also, direkt neben dir. Ich war vorhin in der, als du die Cutscene begonnen hast, war ich im Gefängnis drin. Ich so, hell? Was? Ja, cool. Passiert. So, wir müssen zu Major Bissica zurück. Das heißt, wir können den Ultra Schweißfreitransport nehmen. Nee, das ist nicht der Ultra, das ist der Service Schweißfreitransport. Nach Sobrik. Jo, das machen wir jetzt nach Sobrik. Weil das ist ja ein Service, ne? Oh, Entschuldigung, Leute. Service Schweißfreitransport. Ja, wir quatschen Schwachsinn, aber das ist ja. Oh Mann, ey. Das macht uns beide ja wahrscheinlich. Apropos Schweißfreitransport. Ja, so, der Schweißfreitransport an sich. Kommst du hinterher? Jo. Jo. Dann wollen wir mal. Ja. Gucken, was er dazu zu sagen hat. Ah, da ist ja der Held des Tages. Ich habe gerade von meinem Sohn gehört. Ich wusste doch, ihr würdet mich nicht im Stich lassen. Ich hoffte, er würde hierher zurückkehren, damit wir uns unterhalten können. Aber er sagte, er habe zu tun. Meint ihr, es geht ihm gut? Junge, er ist ein Sith. Er tut, was er will. Und er kommt schon allein zurecht. Ah, ich sehe schon. Wichtige Sith-Geschäfte, ja? Die Sith bilden ja schließlich das Herz des Imperiums. Aber Familienangelegenheiten interessieren euch wohl weniger. Ihr absolut richtig. Hier.
Genau. Wir hatten da so eine Abmachung. Ich habe meinen Teil geleistet. Ihr habt euren Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt erfülle ich meinen. Dr. Tyrek wird euch das Serum geben und erklären, was wir darüber wissen. So, wo ist der? Das war viel zu einfach. Hier rechts direkt. Das war irgendwie viel zu einfach. Okay. Er sieht sehr amused aus. Nur damit ich das verstehe. Ihr habt mich aus der Republik entführt, damit ihr nackt in einer Grube mit Giftmüll baden könnt? Ja. Kurz gesagt, ja. Auch Sith müssen sich entspannen. Ihr wisst aber schon, dass dieses Serum nie an Menschen getestet wurde, oder? Ich meine, es sollte funktionieren. Ich bin kein Mensch. Aber es wurde für Kolloquiden entwickelt. Ja, ich bin kein Mensch, also ist das mein Problem. Macht euch darüber keine Sorgen. Ich will euch doch nur warnen. Das Serum könnte euch umbringen, bevor ihr auch nur anfangt. Und es könnte ein äußerst unangenehmer Tod sein. Danke für den Tipp. Danke für die Warnung. In Ordnung. Nun, ich habe euch gewarnt. Einem Sith kann man nichts ausreden. Was interessiert es denn eigentlich? Er will ja lieber zu der Republik. Dieses Fläschchen enthält genug Serum für etwa 5 Dosen, doch ich wäre vorsichtig damit. Ihr müsst euch durch die Hauptbasis der Republik kämpfen, um zur Kammer zu kommen. Doch das ist eure kleinste Sorge. Die Kolloquiden um die Kammer sind das wahre Problem. Okay, ich hab kapiert. Ich habe genug von euren Warnungen. Gute Reise, Sir. Ich hoffe, das, was ihr sucht, ist die Sache wert. Das ist eigentlich so ironisch, ne? Der will eigentlich auch gar nicht hier sein, aber er warnt dich trotzdem vor jeder Gefahr und ist vorsichtig. Also ich hätte ja eigentlich, wenn ich jetzt an der Stelle meines Charakters gewesen wäre, hätte ich ihm einfach versucht, mit der Macht irgendwie dazu zu bringen, wieder für die, für die hier, was wollte ich jetzt sagen? Für das Imperium. Genau, für das Imperium zu arbeiten. Um das so quasi auszureden, aber das wurde mir ja nicht angeboten. Ich würde sagen, wir suchen jetzt weiter nach Commander Rylon, ne? Oh, okay. Lass uns nach dem netten, vermissten Commander suchen. Der ist bei Imperiale Sundira Außenposten, das ist rechts. Das weiß ich, weil das bei mir nämlich auch markiert ist als Ziel. Eventuell haben wir ja Glück und wir können das parallel erledigen. Das wäre ja viel zu schön, aber möglich. Ja, es wäre möglich. Es wäre möglich. So, was haben wir denn noch Schönes hier über Balmora zu erzählen? Hast du noch irgendwelche Infos? Du bist so gut informiert. Ja, ich bin zwar gut informiert, aber das ist eigentlich so das, was ich gerade so weiß, was ich erzählt habe. Dass erobert wurde von den Imperialen. Und der Krieg tummelt immer noch. Und so wie mir ist es jetzt auch, die Fabrikgeländen und die Mullhalden sind jetzt zu Schlachtfeldern sozusagen umfunktioniert worden. Die sind jetzt halt einfach Schlachtfelder geworden. Das ist so das, was ich noch so im Kopf habe. Naja. Immerhin etwas. Wir konnten die Zeit schon mal überbrücken. Genau. So. Ich muss nach ganz oben. Ich nach so, ja, so ziemlich nach oben. Ja, es wäre ja unglaublich. Tatsächlich jetzt einfach die gleiche. Ja, sagen wir mal, im gleichen Bereich müssten nur einfach die Tür gegenüber oder so. Ja, das wäre schon fast richtig faul, ne? Man könnte fast meinen, das wäre so gewollt gewesen. Ja. Oh, ein paar viele Gegner hier. Und keinen davon getoggelt. Wir sind gut, ne? Wir sind sehr gut.
Man konnte fast meinen, wir spielen das Spiel schon ein bisschen länger. Ja. Ja, ihr seht auch übrigens unten links in der steht Stufe 24 und zwei Pfeile nach unten und daneben 22. Das ist, weil wir ein zu hohes Level eigentlich für diesen Planeten haben. Wo gehst denn du durch? Ich glaube, ich gehe falsch. Ich bin einfach parallel gegangen. Auf jeden Fall, das ist, weil wir eigentlich ich werde angegriffen. Auf jeden Fall haben wir ein zu hohes Level für den Planeten. Dann wird einfach das Level runtergespiegelt. Eigentlich. Bist du unten? Ja, ich bin eben unten. Wegen dem habe ich gewundert, wo du bist. Ich bin oben. Und das ist ein bisschen ruhiger. Ja, spielt eigentlich nicht groß eine Rolle, was. Ob es jetzt ein bisschen runtergespielt wird oder nicht, das Level. Wir bekommen ja da nichts groß davon mit. So, ich schaue, ob ich da irgendwie hochkomme. Geradeaus einfach. Und packt er mich? Ja, der hat mich gepackt. Schade. Diese Kriegsdruiden immer. Ich werde freundlicherweise von meinem Compadre unterstützen, der da oben an der Kante steht. Tja, ich unterstütze dich. Gerne. Das ist eben das Praktische in so einem Fernkämpfer. Vorsicht, rechts von dir. Also wie der Kameraruckler. Denk daran, ne? Das könnte eine Schlucht Abgrund. Werden. Ja. Aber ich komme da nicht rüber. Ach doch, ich komme rüber. Ich glaube, das ist so gedacht, wie wir das hier machen. Ich habe es verstanden. Ich glaube, wir machen das, wie das Spiel es gedacht hatte. Ja, auf jeden Fall. Glaubst du einfach nicht? Sollte mich mal kurz heilen, Sekunde. Du hast die Gegner getoggelt. Ja, ich merke es gerade. Aber halb so schlimm. So, okay. So, jetzt sind wir gleich schon da vorne angekommen. Ja, das sieht sehr danach aus, also. Ja, da vorne sehe ich schon den ersten Druiden. Super. Kümmere mich um den mal. Waren die Blitzen eigentlich auch schon vorher so intensiv violett? Nee. Die sind erst halt ein paar Mal so intensiv violett, wie du das sagst. So, wo muss ich denn hin? Ich muss nach oben rechts. Ich muss auch nach oben. Wir müssen irgendwie hat das Spiel mehr Bugs als sonst. Ja, weil ich muss. Jetzt werden neuerdings deine Missionen auch violett angezeigt. Und vorhin war es blau. Ja, wollen wir nach hier unten gehen? Das ist. Ich muss erstmal. Warte. Ich muss da noch irgendwie da die Dinger zerstören, wahrscheinlich. Weil die sind bei mir angezeigt. Ach so. Und es ist nur ein Codex-Eintrag hier. Dann mach mal kaputt. Hier, schau, Codex-Eintrag. Hoppla. Oh, nett. Nehm ich. So, wo muss ich durch? Ich müsste. Muss ich nach oben? Hä? Also ich muss nach oben rechts. Ja, ich muss da eigentlich du raus. Du auch. Das ist irgendwie komisch, bei mir zeigt das, ich muss raus. Ja, oben rechts raus. Nicht. Doch, irgendwie schon, aber irgendwie zeigt es mich noch an deiner Mission auch. Und wir müssen da beide hin. Ja. Wir gehen beide einfach den gleichen Weg. Wie sonst auch immer. Natürlich musst du die erstmal angreifen, ne? Ja, auf jeden Fall, weil das hat ja nicht gereicht. Das habe ich schon von Weitem gesehen. War das Hühnerfutter.
So, und dann müssen wir hier hoch, genau. Können wir an denen vorbei? Wahrscheinlich nicht. Jetzt sowieso nicht. Geht doch. Wir regeln das, ne? Ja, wir regeln das. Wir haben das fix im Griff. Oh, hallo, Popschutz. Nee, das war jetzt... Ich bin voll gegen den Ständer von meinem Mikro. Weil ich meine Hand irgendwie komisch hochziehen wollte. Das ist sehr merkwürdig. Das kann mal jedem passieren. Können wir versuchen, hier oben lang zu gehen. Auf dem Brand quasi. Auf dem Bombenband. Ja, vielleicht können wir mal so eine mitnehmen oder so. Wir sind eine kleine herzige. So, wir müssen eine Ebene nach oben. Oder wie auch immer. Ich denke, wir müssen irgendwie hoch. Ah, da vorne ist eine Rampe. Ja, wir müssen eine Ebene nach oben irgendwie. Da drüben ist eine Rampe. Wo wie? Da hier drüben. Ah, da. Vielleicht über die Treppe. Ja. Ja. Jetzt sind wir. Ich folge dir unauffällig. Oh, schön warm hier. Ganz schön gemütlich, ne? Oh, weißt du, an was mich das jetzt hier gerade erinnert, so vom Aufbau? Ja, die, An diese Droidenfabrik aus Episode 2. Aus genau. Dem Film. Schnell. Ah! Ah, Stuhl! Ah, Stuhl! Nimm mich mit! Uiuiui, das war knapp. Das war wirklich knapp. Das war sehr knapp. Okay, da wird schon Ah! Droide. Okay. Ach, guck mal, jetzt müssen wir woanders hin. Wir wollten noch deine Mission spielen, ne? Ich muss die. Warte, ich muss die Operation Umschwung rausnehmen. Das ist sonst. Weißt du, die andere Mission. Ja, machen wir zuerst. Ne, wir müssen noch im gleichen. Bin ich auch gerade verwirrt. Hier steht immer noch bei mir der Tod einer Legende, Dragomir HD. Ach, jetzt haben wir unterschiedliche Ziele, okay. Jetzt haben wir unterschiedliche Ziele, okay. Und jetzt haben wir auch, Teamspeak-Probleme. Wie sich das gehört. Cool. Super. Improvisation ist alles, bekanntermaßen. Ja, da sind wir wieder. Wir mussten kurz mal wechseln, die Kommunikationsmöglichkeit. Irgendwie haben wir Probleme mit dem Teamspeak. Ja, und jetzt läuft es über ein schön leistungsfressendes Programm. Ja. Skype, hallo. Genau. So. Was wir nicht verhindern wollen. Ja, aber wir müssen, das war jetzt gerade die schnellste Lösung. Wir müssen natürlich mal schauen, dass wir was Längerfristiges hinkriegen. Jo, das wird sicher irgendwie klappen und wir machen jetzt mal gleich weiter. Müssen wir eigentlich noch nachsynchronisieren? Weil die Tonspur haben wir ja schon am Anfang synchronisiert. Das war eine kurze Überlegung. Ja. Das müssen wir nicht machen. Also, wir müssen da vorne. Irgendwo rein, genau. Aber ich schwitze zu sehr. Ich muss anders. Das geht so nicht. Mit dem Schweißfreitransport? Genau. Okay. Ah! Dachte gerade für einen Moment, ich wäre dann vorbeigekommen, aber nö. Anscheinend nicht. Ich komme gleich wieder. Ich bin gleich da. Wenn die halt nicht hören wollen, dann dürfen sie auf meinen Zorn hören. Ja. So, schweißfrei und los geht's. Schweißfrei Transport! Oh yeah! Uah. So,
Ich muss da hier drüben rein. Ja, ich sehe es. Ist so voll ungewohnt, dich so zu hören. Die Qualität ist einfach schrecklich. Ja, das ist richtig. Aber es funktioniert. Ja. Gut, für euch ändert die Qualität nichts. Ja, genau, weil ihr seid unabhängig davon. Aber jetzt gibt es erstmal eine Katze. Die Fabrik wird angegriffen. Das Hauptquartier wurde gestürmt. Die Verluste sind gravierend. Ruhig bleiben, Captain. Was wissen wir über den Feind? Das Ziel schlägt sich eine blutige Schneise in diese Richtung. Unbestätigten Berichten zufolge handelt es sich um einen Sith. Hä? Ah. Seht das als Bestätigung an. Commander, Kontakt bestätigt. Der Feind ist ein Sith. Ich wiederhole, der Feind ist... Das kann ich sehen, Captain. Seid still. Sith, ich weiß, warum ihr hier seid. Ihr solltet wissen, dass dies die besten Truppen sind, die ich in meiner gesamten Karriere befehligt habe. Oh Mann, ey, wir wissen schon, welche und die besten Truppen sind. Ich soll jetzt wohl panisch zittern und weglaufen. Meine genau Männer und ich wären enttäuscht, wenn ihr es tätet. Captain Allergen, greift an und haltet die Stellung. Ich komme mit Verstärkung. Jetzt findet ihr heraus, woraus wir gemacht sind. Wahrscheinlich aus Mathe. Ich komme vielleicht vor Langeweile um. Langeweile wird uns sicher nicht unsere Beute abjagen. Genug geredet, Captain. Ich kann eure Angst riechen. Und jetzt schmeckt ihr den Tod. Männer, Angriff! Das ist echt ein schlechter Scherz, oder? Ja. Ein sehr schlechter Scherz. Moment, was? Der Captain ist schon... Ich glaube wirklich, die bestehen aus Pappmaché. Die fallen ja tot um, wenn wir sie böse anschauen. Der Commander hätte längst hier sein sollen. Innerhalb der ersten 10 Sekunden. Ja. Schön. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Das heißt, dass er in Sicherheit ist. Nur darauf kommt es an. Bitte, das reicht. Commander, nein! Rennt! Rettet euch selbst! Erlöst ihn von seinen Qualen, Sith. Ich denke, es wäre angebrachter, wenn ihr den Abzug betätigt. Commander, was? Was soll das bedeuten? Lebt wohl, Captain. Nein, das kann ich nicht... Es ist bedauerlich, dass Sie auf der falschen Seite waren. Sie waren herausragende Soldaten und gute Männer. Sie sind krepiert wie Hunde. Es war schwer, sie zu hintergehen. Man kann nicht mit einem Mann zusammenbluten, ohne sich verbunden zu fühlen. Und doch ist ihre Niederlage zum Wohle des Imperiums. Was heute geschehen ist, war unvermeidlich. Ich wusste, dass Lord Barras mich irgendwann eliminieren müsste, aber... Ich bin stolz darauf, all die Zeit gedient zu haben. Ich fühle mich geehrt, dass ich es bin, der euch tötet. Bevor ich mein Ende umarme, gibt es da noch etwas, das ich wissen muss. Mein Sohn. Er war das Einzige auf der Welt, das wirklich zu mir gehörte. Und ob aus Liebe oder Schwäche, ich habe ihm meine Geheimnisse verraten. Ich weiß, dass ihr meine Spuren beseitigen musstet, aber... Bitte sagt mir, hatte er ein gutes Ende? Ich erspare euch lieber die Einzelheiten. Das hatte ich befürchtet. Danke, dass ihr so viel Rücksicht nehmt. Wenn man meine Leiche findet, muss es Spuren eines Kampfes geben. Es muss überzeugend aussehen, Sith. Ich werde mich also nicht zurückhalten. Ich werde kämpfen, als wärt ihr mein ärgster Feind. Ich wollte es nicht anders haben. Dann greift zur Waffe. Sagt Lord Barras, dass es mir eine große Ehre war, ihm zu dienen. Erstmal was in den Chat schreien. Natürlich. So wie es sich gehört, ne? Ja, auf jeden Fall.
Also Spuren eines Kampfes kannst du das ja nicht nennen. Er ist jetzt schon, ja, schon zu Boden. Fertig. Okay, wir haben wieder eine Holo-Nachricht. Wir kreuzen wieder alle Finger, dass das klappt, ne? Ich glaube, es gibt Schwierigkeiten. Ich habe eure gesamte Unterhaltung mit Commander Rylon mit angehört. Wie konntet ihr diese Unterhaltung hören? Habt ihr mir nachspioniert, Imperialer? Nein. Wie ich schon sagte, beschatte ich die republikanische Jedi-Ermittlerin. Offensichtlich hat sie Rylons Quartiere verwanzt und eure Unterhaltung belauscht. Ich habe gehört, was sie gehört hat. Die Ermittlerin weiß alles. Wo hält sie sich gegenwärtig auf? Sie war auf dem Weg zu ihrem Schiff, aber meine Männer haben ihr den Weg zum republikanischen Hangar abgeschnitten. Ich blockiere systematisch ihre Übertragungs- und Fluchtwege, damit diesem Abschaum nur ein Ziel bleibt. Der Raumhafen in Sobrik. Wie kann sie erwarten, in einem imperialen Raumhafen zu überleben? Meine Männer haben berichtet, dass sie ein Lichtschwert hat. Die Ermittlerin ist selbst ein Jedi-Ritter. Wenn ihr sie nicht aufhaltet, ist sie mehr als in der Lage, sich einen Weg durch den Raumhafen zu bahnen und ein Schiff zu befehligen. Ich kann die Jedi-Ermittlerin lange genug aufhalten, bis ihr angreift. Ich rate jedoch zur Vorsicht, wenn ihr das tut. Jedi zu töten ist für mich nichts Neues. Dann ist meine Sorge unbegründet. Ich entschuldige mich. Ich werde meine restlichen Männer versammeln und euch am Raumhafen treffen. Wir werden diesen Jedi vernichten. Joa, wir müssen dieser Jedi nachjagen, dieser... Aber wir müssen uns wirklich dadurch beeilen, damit wir die noch erwischen. Und deswegen... Ich denke, übermorgen ist da ein sehr guter Zeitpunkt für... Genau, machen wir das nächste Mal. Ihr kennt das ganze Standardgedöns. Schaut beim anderen vorbei, lasst einen Kommentar da und ja. Und eine positive Wertung nicht vergessen. Ja, bewertet das Video einfach, wie ihr gerade Lust habt. Genau, richtig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Tschüss. Bye.